Tag 2, der Sonntag. Kommen wir jetzt zu Roger Norman. Sein Pre-Runner ist, wie schon gesagt, fast unfahrbar. Mit diesem Truck sind wir in unserer Klasse wirklich nicht konkurrenzfähig, aber wir planen langfristig und versuchen nur im Zeitlimit anzukommen. Das ist kein richtiger Profi-Truck. Damit sind wir wohl ein bisschen behindert. Mein Partner fährt heute. Ich bin nur Beifahrer. Er fährt zum ersten Mal wieder ein Rennen. Das letzte hat er hier vor 10 Jahren gefahren. Ich glaube, das wird für mich heute aufregender als gestern. Roger ist Profi. Normalerweise fährt er, um zu gewinnen. 2008 war er Sieger der Bacher 1000. Wir durften ihn bei Testfahrten begleiten und den neuen Profi-Truck kennenlernen. Aber der kann in Loveland nicht zum Einsatz kommen. Das zweite Rennen der Trophy-Trucks steht an. Letzte Vorbereitungen, auch bei Pete Soren Pistol Pete genannt. Pete ist eine der schillerndsten Figuren des Offroad-Zirkus. Er wurde am Vortag Zweiter und startet jetzt neben Andy McMillan. McMillan legt sofort ein Höllentempo vor und kommt als Erster aus der ersten Runde zurück. Pete Soren mit einem mächtigen Satz versucht das Tempo mitzugehen. Auf Platz 3 Cameron Steele im GMC Sierra. Bei der Aufholjagd Robbie Gordon. Er ist inzwischen aus Argentinien zurück und versucht jetzt den Rückstand aufzuholen, den sein Vater am Vortag eingefahren hat. Denn beide Rennen werden zusammengewertet. Auch im Mittelfeld wird um jeden Meter gefightet. Bei den Kurzstreckenrennen gibt es noch eine Besonderheit. Es wird nach jeder Runde angehalten. Das kommt eigentlich daher, weil die auch sehen müssen, welche Startnummer das ist. Und deswegen halten die einmal an, nach jeder Runde, und lassen die gleich wieder weiterfahren. Das ist eigentlich aus der Tradition raus. Es ist immer so gewesen, Kurzstrecke ist immer angehalten worden. Weiterfahren darf man erst, wenn die grüne Flagge geschwenkt wird. Probleme mit dem Getriebe hat Damon Jeffries, also fährt er kurzerhand rückwärts. Roger Norman sollte recht behalten, das Rennen wird aufregend. Dann bekommt Robbie Gordon Probleme, ein Plattfuß. Er verlässt die Piste und versucht, nebendran zum Service zu gelangen. Was hier Nick Vanderway auf Abwege führt, bleibt unbekannt. Jedenfalls staubt er unsere Kamera ordentlich ein. Andy McMillan fährt derweil ein ungefährdetes Rennen. Das Steilkurvenfahren ist eine Wissenschaft. Wenn der Sand hart ist, kann ich relativ weit oben fahren. Wenn der Sand weich ist, dann muss ich unten bleiben, weil sonst sinkt mir das Auto ein und gegebenenfalls fahre ich über die Kante oben weg. Cameron Steele zeigt, wie es geht. Robbie Gordon fährt wie der Henker, aber alles nutzt nichts, der Rückstand ist zu groß. Robbie macht deshalb das, was er am besten kann und wofür ihn sein Publikum liebt. Gnadenlos Vollgas geben. Andy McMillan gewinnt auch das Rennen am Sonntag. Damit ist er in der Addition beider Läufe natürlich auch vorne und wird Gesamtsieger. Autogramme und Erinnerungsfotos für die Fans. Und Robbie Gordon diktiert in den Notizblock der Presse.
Wie ich gestern schon gesagt habe, du musst das Rennen überleben. Wir haben also versucht, ins Ziel zu kommen. Die beiden, die gestern am dichtesten dran waren, sind früh ausgefallen. Wir sind locker gefahren und haben versucht, keine dummen Fehler zu machen. Wir haben es geschafft. Wir fahren um die Meisterschaft. Das nächste Rennen ist San Felipe. Zum Schluss noch das zweite Rennen der Class 1 Buggies. Gestartet wird nach dem Ergebnis vom Samstag, also vorneweg Corey Halepov und Dan Martin. Halepov kann sich direkt absetzen, fährt aber trotzdem vorsichtig. Auf dem Weg nach vorne ist Robert Ross. Und auch Josh Daniel, 114, startet eine Aufholjagd. Ausfall für Randy Wilson. Robert Ross, der am Samstag mit technischen Problemen über 7 Minuten verloren hat, geht an Halepov vorbei. Und auch Josh Daniel hat inzwischen Halepov hinter sich gelassen und macht sich daran, Robert Ross einzuholen. In der nächsten Runde hat er es geschafft, doch es sollte ihm nichts nützen. Kurz darauf fällt er aus. So liegt wieder Robert Ross in Führung des Rennens. Doch Halepov weiß um seinen 7-Minuten-Vorsprung vom Samstag und riskiert nichts. Das beherzte Rennen von Ross beschert ihm den Sieg im zweiten Lauf und Platz 2 in der Addition beider Läufe. Die Gratulation von Martin Christensen und der übrigen Konkurrenten nimmt Robert Ross gerne entgegen. Und Corey Halepov freut sich über den Gesamtsieg in der Klasse. Wir haben das Rennen heute mit Köpfchen gefahren. Wir sind nicht zu schnell gefahren. Ich kenne den Wagen. Wenn du mit 70-75% der Möglichkeiten fährst, kannst du ohne Probleme in Führung bleiben. Darum geht es. Dranbleiben und ins Ziel kommen. Das also war die Loveland Desert Challenge 2010. Ein spektakuläres und spannendes Wochenende im Wüstenstädtchen Loveland geht zu Ende.